Gambler. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker. Irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him the God's gonna tell him that. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts! Ich schätze, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach hier nur meine Arbeit nicht. Aber die ist scharf, die hat, keine Ahnung, 75 Doppel-D. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, aber es geht groß und verlässt schon. Und dann noch dieser Teil hier. Alter. Ich und die hat schwer. Schau, ja, ich will dir was sagen. Oh, nein, genau. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los! Gerade die Nackenfahrer.
Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Was war das denn? Jemand soll dem Holmkommando sagen, er soll die Munitionslager weiter wegfußen. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Da kommt was nicht zurück. Was du weißt. Er ist weg. Okay. Geh zu zweit hoch. Black. Du, Malkovich, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Teufel willst du hin? Schwing deinen Arsch hierher! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Okay? Gut. Okay. Alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stopp! Ist bei den verkackten Autos! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude ab! Black! Wir beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn! Da vorn! Kommt über die Mauer! Weg! Kontakt links!
da rein. Los, los. Komm schon. Wir übernehmen. Hey, komm mal. Okay, kannst du das spüren? Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung fortsetzen. Bleib nicht von den Fenstern stehen. Schütze! Erledigt ihn! Okay, dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vortasten. Bleibt nicht vor den Fenstern stehen. Schütze! Erledigt ihn! Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Das Hotel! Ich glaube, es ist das Hotel! Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir, siehst du was? Alles klar. Scheiße. Einfach weitergehen. Okay, okay. Da ist der Schütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1, Feuer frei! Zieh
ihr perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medivac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medivac. Welche Richtung? Over. Nordseite! Misfit 1-3, in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet sie aus, 1-3. Auf den Balkon, linke Seite. Ziel auf dem Dach, direkt geradeaus. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Die Luft scheint rein zu sein, Misfit 1-3. Wir gehen los. Over. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Soll das ein Scherz sein? Misfit 1-3, hier Doc Holliday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Out. Sie kommen jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Scheiß Pfadfinder. Hier Führung Misfit. Ihr solltet schleunigst da verschwinden. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass sie okay sind. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campbell? Das frage ich mich auch oft genug. Wir haben Kontakt! Scheiße! Kontakt! Thank you.
das die Patrouille? Zwei davon. Reiß dich zusammen. Wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit-Führung, hier 1-3. Brauche sofort Kesselbeck. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch. Out. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht. Sekundärdraht. Verstanden. Kacke. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kapp den Draht! Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht! Verstanden, Blackburn. Folge dem scheiß Draht. Alles in Ordnung da drin? War nur noch ein scheiß Beben. Mach dir keinen Kopf. 1-4 ist als Verstärkung hier. Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest. Thank you.
voll um die Flanke fallen. Komm, 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 wir werden überrennen. Bewegung, los, los. Da, in den feindlichen Wartungsmarkt. Blackburn, an die Waffe. Wir brauchen so ein paar Schürzungs auf der Straße. Kommt endlich! Los!